Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal. Keine Angst, das Video ist nicht die ganze Zeit auf Hochformat. Hier wollte ich eigentlich nur mal zeigen, mit dem Short, was ich aufgenommen hatte, beziehungsweise ich veröffentlicht habe. Oben rechts werde ich nochmal kurz einblenden, da könnt ihr euch das nochmal angucken, wie ich die Fische quasi oder das Aquarium am Dienstag, nachdem ich von der Arbeit gekommen bin und nachschauen wollte, wie es meinem Cookie-Weibchen geht, das einzige verbliebene. Und ja, so habe ich es dann halt vorgefunden. Sind meine Guppies in den 112 Liter Aquarium ganz alleine drin? Ohne Fressfeinde oder sonstiges. Die Mutter habe ich dann auch rausgenommen. Nicht, dass dann noch ja, passiert, dass sie dann doch noch Geschmack an ihren Jungtieren hat oder findet. Dann habe ich es einfach rausgenommen und in das 96er Becken umgesetzt mit dem mit einem Männchen. Warum nur ein Männchen? Ihr wisst ja, ich hatte eigentlich zwei Männchen, aber ein aufmerksamer Zuschauer hat mir geschrieben, dass das eine Männchen eine kleine Deformierung am Schädel hat und ich deshalb diesen erstmal hier nicht mit zu den Weibchen gesetzt habe. Außerdem zwei Männchen auf ein Weibchen wäre auch nicht so optimal. Deswegen habe ich die zwei hier zusammengesetzt und hoffe jetzt auf Nachwuchs aus dieser Kreuzung. Das zweite Männchen ist dann hier in meinen kleineren Becken jetzt untergebracht. Ist zwar jetzt noch alleine, aber wenn man sie sieht, vielleicht sieht man es jetzt sogar, wenn es fokussieren würde. Das von einer Schnauze wohl eine kleine Wulst oder sowas, eine Deformierung ist. Ja, da hatte ich wohl noch mal Glück im Unglück, dass das einzigste verbliebene Weibchen, was ich habe, und schon trächtig war, noch Jungtiere geboren hat. Diese aber sicherlich nicht vom den Tuxedo Red Coil Guppies stammen werden, sondern wohl Snake Skin Red Coil sein werden. Das werden wir aber erst herausfinden, wenn die etwas größer sind und dann entsprechend ihre Färbung oder Nichtfärbung ausprägen. Das war eigentlich auch nicht so mein Plan. Mein Plan war eine Kreuzung zwischen den Snake Skin Weibchen und von den Tuxedo Männchen. Gut, okay, ich habe ein trächtiges Weibchen gekriegt. Wenn man davon ausgehen kann, dass das ein Snake Skin sind. Aber auch gut, so habe ich von den Snake Skin Weibchen, sofern sich hier welche jetzt bilden, kann ich dann eine gewisse Kreuzung versuchen durchzuführen. Wie gesagt, geplant war es nicht, aber wird der Plan halt geändert, ist auch nicht schlecht oder nicht schlimm. Wird sicherlich auch sehr interessant, sofern ich ja auch das andere, was ich vorhatte, ja nur nach hinten verschoben habe. Hier sieht man nochmal, wie er sich ranmacht. Also das Männchen ist sehr agil, muss man schon sagen. Und hier, mein ältester Antenne wählt es nochmal raus. So liegt er den ganzen Tag schon da und chillt so sein Leben. Gut, das soll es dann für diese Folge gewesen sein. Wenn ihr meinen Kanal noch nicht abonniert habt, abonniert ihn ruhig. Die Glocke müsst ihr nicht unbedingt aktivieren,
Ansonsten aber einfach wollte ich mich freuen. Und sage Tschüss, bis zur nächsten Folge.